Um ein Foto in das vorhandene Projekt einzubinden, tippen wir den Hinzufügen-Button an. Wir haben nun zwei Optionen. Zum einen das Aufnehmen eines neuen Fotos, zum anderen das Hinzufügen eines vorhandenen Fotos. Wir können aus einer Vielzahl möglicher Speicherorte wählen, im einfachsten Fall die Mediathek unseres Tablets. Wir wählen dort das gewünschte Foto aus und können es anschließend mit den entsprechenden Tools in der Werkzeugleiste passend zurechtschneiden. Ein doppeltes Antippen des Fertig-Buttons integriert das Foto auf unserer aktuellen Folie. Hier ist erneut der Hand-Button ausgewählt und somit können wir das Objekt entsprechend platzieren.